Wirklich gute Nachricht, Rare ist zurück. Ich war gerade bei Microsoft und durfte Sea of Thieves spielen. Das ist ein Multiplayer-Piratenspiel, mit dem man zusammen mit anderen Spielern ein Schiff steuern muss, mit dem man See stechen kann, um andere Schiffe zu überfallen und Schätze zu bergen. Muss man sich wirklich gut miteinander absprechen. Einer muss steuern, andere Segel setzen. Dann muss jemand schauen, wo die anderen Gegner kommen mit dem Fernrohr und wiederum die Kanonen lenken und mit denen richtig, richtig viel Schaden anrichten. Im Kampf war das Ganze ein bisschen hektisch. Wir mussten uns wirklich viel verständigen, schreien. Zwischendurch haben wir ein bisschen Ziehharmonika gespielt und Bier getrunken. War keine gute Idee. Auf jeden Fall musste man gleichzeitig dann auch noch die Löcher stopfen, die wir bekommen haben, damit wir nicht untergehen, das Wasser uns flutet, mit Holzbrettern alles zunageln. War konfus, richtig witzig, war eines der lustigsten Multiplayer-Erlebnisse, das ich so hatte in letzter Zeit. Ein schönes Spiel, sehr stilisiert, klassischer Rare-Stil würde ich sagen, obwohl wahrscheinlich Rare nicht mehr das ist, was es früher mal war. Kommt 2017 raus, haltet ein Auge drauf.